Ich begrüße euch ganz herzlich hier zu einer neuen Folge von Let's Play Omni 2, der Omnibus Simulator. Ja, etwas länger ist es her. Tatsächlich, lag einfach am Schulanfang und ich hatte auch keine, ja, bedingt nur Zeit und auch die Lust dazu. Ja, aber es gibt jetzt einen Anlass, weshalb ich mich hier in Omsi schwinge. Und zwar ist die Karte Bad Karlstein für mich gestern rausgekommen, glaube ich. Oder vorgestern. Die ist am Mittwoch auf. Ne, am Mittwoch ist rausgekommen. Heißt es vorgestern. Für euch ist es letzte Woche Mittwoch. Weil ihr das hier am Montag seht, am Montag, den 23. September. Genau, wir fahren, was weiß ich für eine Linie. Ich habe noch keinen Fahrplan ausgewählt. Ach du je. Was ist mit mir los? Ja. Also es gibt eine Linie. Und wir sind hier in Bad Karlstein Bahnhof. Los geht's um 8:55 Uhr. Wir werden hier einmal Pause machen. Das hilft nämlich ungemein. 8 Uhr machen wir 53. Dann haben wir noch ein paar Minuten. Ja, ist jetzt auch schon ein bisschen heller. So. Unser Bus ist ein Setra S215UL mit, ja, okay, DB Rhein-Mosel-Bus Repaint. Das Rhein-Mosel-Bus passt hier natürlich nicht rein, aber DB passt hier rein. Und ja, ich habe halt einfach kein anderes Repaint für den Kollegen hier gefunden. Deshalb, ja, ne, fahren wir heute halt so. Das ist ein Schaltbus, weil ich sehr gerne Schaltbus fahre. Ne, das war die falsche Taste. So. So, und da haben wir es dann. Oh. Wir haben noch wenig Druckluft. Oder ähnliches. Ja, wir müssen noch ein bisschen Druckluft aufbauen. So, passiert. Passiert. ja, in der Zeit, in der wir hier. Ich gehe mal hier in die Außenperspektive. In der ich hier jetzt mal eben was zur Karte erzähle. Ja, die ist, also ich was mich tatsächlich verblüfft, dass in Omsi steht Version 2.5, aber meines Wissens gab es ja noch nicht mal eine Version 1, zumindest war die nicht öffentlich. So, haben wir es jetzt dann? Dann warte, dann machen wir mal eben so. Ja, in der Realität dürfte man das glauben nicht, aber naja, wir sind ja hier in Omsi. Also was man sagen muss, ist wirklich eine sehr schöne Karte. Gefällt mir wirklich sehr gut. Ist eine Überlandkarte. So. Ja, und die Performance lässt hier nur bedingt zu wünschen übrig. Ja, das habe ich auf der Karte tatsächlich. Echt heftige Nachladeruckler. Ja, da ist uns auch gerade ein Auto schon eben reingefahren. Ja. Da kommt auch schon das nächste. Ja. Also die Omsi-KI ist nicht. Ah. Das ist da abgebogen, das Auto. Na, okay. Oh. Ein Zug, ein Zug, ein Zug. Naja. So. Werden wir hier einmal ranfahren. Nicht Feststellbremse rein. Haltstellenbremse rein. So. Schildern müssen wir noch. Jetzt ist die Frage. Linie. Ja, das. 8522, 8522. 00. Ah, cool, das geht sogar mit dem Route 1 müsste das sein. Ja, um sie. Danke. Kirlach. Da fahren wir, glaub hin. Ja, und weil das bei dem Bus Guten ein bisschen. Morgen. Moin, ich bekomme nur einen Fahrschein, bitte.
Ah. Die Leute sprechen auch mit uns. Ja. Ich hätte gerne ein Ticket gekauft. Ah, das ist der normale Fahrschein. Oh, das ist ein wenig viel. Ja, das ist ein wenig viel. Dankeschön. Hallo. Ja. Lang kein Umsi mehr gefahren. So. Dankeschön. Bitteschön. Ein Fahrschein, bitte. Dankeschön, Mama. So. Einmal normal. Danke. Bitte. Hallo. Guten. Einmal normal, bitte. Das ist echt positiv anzumerken. Dankeschön. Neue Fahrgast, stimmt. Das ist eine echt Fahrkarte, cool. Bitte. Dann auch, Dankeschön. Mit, eine normale Fahrkarte, bitte. Im Dialekt, glaube ich sogar. Also, Dankeschön. Bitteschön. Oh, einen normalen Fahrschein, bitte. Boah. Dankeschön. Kommen wir da heute überhaupt noch pünktlich weg? Bitte. Ah, okay. Hm. Sie haben mir keinen Fahrschein. Danke. Ups. Ja. Ja gut, Liniennummer kann der nicht vierstellig schildern. Warte mal. Wenn wir da jetzt bei Linie nix eintragen und hier einfach nur Kiela. Ja, so sieht's besser aus. Kann der auch besser. Es gibt hier wie gesagt eine Linie. Die Karte ist, also von da, wo sie halt jetzt spielt, ist sie recht, ja, alt halt, von dem, wie gesagt, wenn man jetzt von dem Alter ausgeht, also von der Zeit ausgeht, wie sie halt spielt, wo sie spielt, genau. Die Karte spielt nämlich, ja, so, das sehen wir jetzt mal nicht, dass ich hier das Handbuch aufmache. Nein. War was? Ja, die Karte spielt, ja, 1979 spielt die Karte. Können wir auch so machen. Müssen den Bus ja nicht die ganze Zeit laufen lassen. Ja, 1979 spielt die, wie gesagt, spielt in Franken. Die sprechen wohl so, also, ne, Fahrgaststimme und so. Da kommt dann mit Sicherheit auch der Dialekt her. So denke ich das mal. Und ja, da steht jetzt auch nämlich tatsächlich drin, offizielles Handbuch der Version 2.5. Ja, das verblüfft mich nämlich ein bisschen, weil, also eine Version 1 habe ich noch nirgendwo gesehen tatsächlich. Und es wurde auch gesagt, ja cool, endlich ist die Karte draußen. Von daher gehe ich mal davon aus, dass da es da vorher noch nichts gab. Also es gab zwar Videomaterial tatsächlich vorher darüber. Und genau. Ja, sonst, ja. Die Karte spielt in dem Landkreis Bad Karlstein. Demnach heißt er auch Bad Karlstein, ne? Und ja, wir machen dann jetzt erstmal los und man kann ja dann. So, während dem Fahren ein bisschen was da. Nein, falscher Knopf. So. Und die hier brauche ich auch noch. Bahn. Ah, ja, okay. Erstmal schon tatsächlich falsch gefahren. Ja, das war mein Fehler. So. Ja, ich konzentriere mich hier mal lieber. Das ist eine Frechheit. Lassen Sie mal auf. Ja. Ich passe doch immer auf. Was ist denn scheiße hier? So. Jetzt hier erstmal. So, perfekt.
mach das hier mal für mich etwas leise. Das ist tatsächlich etwas laut, der Bus. So. Genau, die Karte spielt, wie gesagt, im Landkreis Bad Karlstein. Und ja, 1979 ist die Zeit der Karte, wie ich schon sagte. Und ja, angelehnt, also die Karte ist angelehnt an eine reale Region, nämlich ist sie angelehnt, ja, ich lese es gerade ab, ist sie angelehnt an das kulturelle Zentrum der idyllischen Ferienlandregion Karlsteiner Land. Gut, Ansagen gibt es nicht. Genau. Wir fahren, denke ich mal, gerade durch die Altstadt. Kommt es hin? Ja, das müsste die Altstadt sein. Ja. Hier sieht man auch Fachwerkgebäude, wie das damals halt so war. Also, die Karte übermittelt tatsächlich sehr gut ihr gespieltes Alter. So sage ich es jetzt einfach. Oh je. Yeah. Sehr lang kein Bus mehr gefahren. Die Karte übermittelt das tatsächlich sehr gut. Also das finde ich echt. Also das kriegt wirklich nicht jede Karte hin. Hallo, einmal normal. Aber die Karte hat tatsächlich so ihren Danke. Bestimmten Hallo. Flair, sag ich einfach mal. Normal, bitte. Ja, hier, das meine ich mit Dialekt. Nicht cool. Ich weiß, ist Frank. Oh, wo liegt das denn? Ich habe keine Ahnung. Wo liegt Franken denn? Uiuiui. Ui, ui. Ja. Das ist eine Bildungslücke. ja, aber sonst, genau. Wir werden nachher auch noch, wobei, nee, das kann ich eigentlich ansprechen, wenn wir dann da sind. Da werde ich jetzt noch nichts verraten. Ich fahre die Karte tatsächlich jetzt zum ersten Mal angeschaut. Habe ich sie mir tatsächlich schon, also nicht in Videoform, sondern hier bin schon ein bisschen was abgeflogen und, genau, also sie sollte soweit funktionieren, sollten eigentlich keine großen Fehler entstehen. Ja, also hier tat, also es sieht echt wirklich großartig aus. Also es gibt da ja zwar ein paar Leute, das sage ich jetzt einfach mal so, wie es ist, die beschweren sich, dass sie ja sehr performanceunfreundlich gebaut wurde. Allerdings finde ich das tatsächlich nicht. Also da wurde, warte mal. Zack und zack. So, dann haben wir auch ein bisschen bessere Performance. So. Guten Morgen. Guten Tag. Hallo. Ah. Okay, da ist noch ein bisschen was nicht richtig. Ja. Da, mit 5 Cent. So, Dankeschön. So, bitteschön. Da ist im Ticketpack was nicht ganz richtig. So, hallo, eine Fahrkarte bitte. Jo, sollst du kommen. Dankeschön. Bitte. Einmal normal, bitte. Also. Dankeschön. Eigene Fahrgastschirm ist ja auch so ein Thema, was ja auch nicht jede Map bietet. So. Ja, zur Performance kann ich gleich noch ein bisschen was sagen, weil ich habe jetzt mal auf eine Nachbarkarre gestellt. Das ist ja eine Frechheit. Ja. So. Lange auch kein Schaltbus mehr tatsächlich gefahren. Oh Gott. Man merkt's, glaube ich. Okay. Ja. Aber ich denke mal, das kriege ich ganz gut hin. Ja. Spielt in den Unterfranken. Also. Denn bei der Karte heißt ja, also. Ja, wenn man das ganze Slogan oder ähnliches einfach nennen kann, heißt ja Unterfranken, erleben Sie Unterfranken, wie es wirklich ist. Oh. Ja, da, ich glaube, das stand sogar noch da. Ja. Aber hätte ich eigentlich gerade da anders langfahren müssen, weil nee. So, und danke. Das zurück. Ah, auch die Kinder haben auch neue Fahrgaststimmen. So.
Morgen, bitteschön. Hallo. Och, Manfred hat auch eine neue Stimme. Das ist ja cool. Dankeschön. Gut, das Ding ist halt auch immer, man muss halt auch wissen, wo man die Stimmen herbekommt. Man kann ja nicht einfach irgendwelche Leute fragen, wenn man so will. Ja. Auf jeden Fall gefällt mir die Karte bis jetzt sehr, 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 sehr gut. Gestalterisch ist die wirklich top. Wie gesagt, da gibt es den einen oder anderen, der sagt, ist zu polygonlastig gebaut. Finde ich aber tatsächlich nicht mal. 35 FPS, das ist noch so ein Wert, der okay ist. Hier sehen wir auch tatsächlich auch schon, dass da oben müssen die Weinberge. Finde ich auch echt cool gemacht. Ist ja auch so. Ich habe keinen Gang mehr zur Verfügung. Das ist ja auch so. Hoppala, wir sollten mal ein bisschen vernünftiger fahren. Das ist ja auch so, ja, typisch für die Region. Wobei es eigentlich für, also bei uns hier, Freiburg der Raum, da gibt es ja auch recht viel Weinberge. Gott, ich will da jetzt nichts Falsches sagen, aber performance-technisch übrigens sehr gut. Wollte ich mal so sagen. Ja, Überland zieht halt auch nicht viel Performance, also. Ja, trotzdem. Trotz, dass ich hier auf einer Nachbarkachel stehen habe, ist das wirklich echt sehr gut gebaut für eine Nachbarkachel. Was ist denn jetzt los? Okay. Jo, ne? Das könnte eine entspannte Tour werden. Eieiei. Der Setra schafft es da nicht hoch. Was soll das denn? Ja, gut, jetzt kriegt das dann hin. Ja, ich wollte eigentlich mit einem U307 Bahnbus fahren. Allerdings, ja, habe ich keine Ahnung, was mit dem los ist. Ich bekomme andauernd, wenn ich den spawnen möchte, bekomme ich eine Zugriffsverletzung. Und das ist nicht so schön. Ich kann ihn zwar dann irgendwie auf irgendeine Weise spawnen, aber da funktioniert dann nichts. Also, weder Elektrik noch andere Sachen. So. Hallo. Genau. Ja. Sonst gibt's noch zu sagen, dass hier auf der Karte auch recht enge Stellen gibt, wie hier jetzt zum Beispiel, was ich auch echt gut finde, weil das auch wirklich herausfordernd ist. Es gibt ja so Karten, die sind ja, wobei es muss solche Karten und solche Karten geben, das ist schon richtig, aber das ist jetzt keine Karte, die unbedingt für einen OMSI-Anfänger ist. Ich würde sagen, die ist tatsächlich für so einen fortgeschrittenen OMSI-Spieler, was ich ganz cool finde, weil das hat auch nicht jede Karte. Aber, also ich weiß nicht, ob das tatsächlich, also vegetationstechnisch kenne ich mich da halt gar nicht aus. Ich weiß nicht, ob das, ja, so die Vegetationsform hier so gescheit stimmt. Also, ne. Aber so in etwa sieht das doch wirklich realistisch aus. Sehr authentisch, würde ich sagen. Auch hier das mit dem See, sehr schön. Das gefällt mir. Ah, der läuft einfach nur rum. Und auch sehr bergig, was ja auch typisch für die Region ist. So. Genau. Ne? Also, ich weiß tatsächlich auch nicht, wie lang die Karte jetzt schon in Entwicklung ist. Es sollte aber schon eine ganze Weile sein. Also, da gibt es ja nämlich auch die Objektsammlung unter anderem auch von Let's Play OMSI heißt das ganze Jahr. Also der Entwickler und ja, sowas meine ich zum Beispiel mit Hängestellen. Ja, diese Objektsammlung, die ist ja mittlerweile auch schon in der Version 4 meines Wissens. Von daher gehe ich mal sehr stark von aus, dass die Karte schon etwas länger in Entwicklung ist. Aber doch, das Warten hat sich echt gelohnt. Wie gesagt, ihr könnt mich ja auch mal darüber
aufklären, ob es da schon eine Version 1 oder sowas gab, weil das verblüfft mich tatsächlich, dass da jetzt auf einmal steht Version 2.5, aber man noch nicht irgendwie was von einer vorherigen Version, naja, gesehen hat, beziehungsweise ich nicht, ne? Und ja, wie gesagt, klärt mich darüber auf, wenn da, wenn ich falsch liegen sollte. Ja, auch schön, also echt Wahnsinn. Also da sieht man auch mal, dass es wirklich Mapbauer gibt, die sich recht, also nicht sehr viel Mühe geben. Das gibt's nicht immer. Ja, komm schon. So schlimm ist es nicht. Ja. Aber wie gesagt, das gibt's nicht überall, dass sich die Mapbauer so viel Mühe geben bei so einer Karte. Ja. Daher ist das wirklich lobenswert, was dafür Arbeit geleistet wurde. Die Karte ist von Let's Play Omsi und von Lukas79. Lukas79, ja. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Oh, oh, oh. Okay, auf jeden Fall sollte man da, also ja, ich fahre generell recht wenig Überlandkarten, aber doch, die Karte kann man tatsächlich öfter fahren. Also gefällt mir wirklich sehr. Holzdorf sind wir jetzt. Boah, also das sieht echt Wahnsinn. Morgen. Also ich bin heute den ganzen Tag unterwegs und deswegen brauche ich so ein Ticket, was für den ganzen Tag reicht. Sie wissen schon, eine Tageskarte heißt das dann. Warum hat er seine Füße hier im Boden? Ich meine, klar, natürlich die erste Reaktion auf der Tageskarte ist, warum hat er seine Füße im Boden? Ist das so hier? Ich glaube, das ist ein bisschen Dankeschön. Ja, das war ein bisschen zu viel, meine Dame. So. Also, ja. Ich weiß auch, hier, guck mal. Das schauen wir uns mal genauer an hier. Das sieht wirklich, ja, also wirklich, da muss man sagen, das sieht wirklich sehr authentisch aus. Das würde sich echt gut für so ein Thumbnail eignen. Im Hintergrund dann der Hof. So ungefähr. Uppala. Machen wir dann noch hier Hilfspfeile aus. So. Ja, haben wir ein Thumbnail gesucht. So, hätten wir das auch schon erledigt. Ja, es gibt vielleicht eine kleine Neuerung, ne? Also, Anführungszeichen Neuerung, was ich jetzt ein bisschen anders machen möchte beim Omsi Let's Play. Und zwar möchte ich nicht mehr zwischendrin, also wenn wir jetzt die Linie, ich weiß nicht, wie lange die geht 45 Minuten, heißt, ich werde da nicht mehr zwischendrin cutten, heißt, keine Ahnung, 3 Folgen oder so draus machen. Das werde ich nicht mehr machen, weil das ist erstens verdammt viel Schnittaufwand und da Omsi eh nur zweimal die Woche kommt, ist es, naja, also würde es jetzt täglich kommen, dann würde ich das wirklich machen. Aber nicht, wenn es da irgendwie nur zweimal die Woche kommt. Zumal ich ja so auch schon, ja, tatsächlich die Probleme im neuen Schuljahr haben werde, die Folgen aufzunehmen. Also heißt zeittechnisch. Daher wird das auch nicht aufgestockt. Definitiv nicht. Ja. Gut, ich meine, dafür wäre jetzt halt sowas gut. Da könnte man halt mit einer Linie 3 Folgen machen. Ah, nee, das will ich tatsächlich nicht. Also, nee, sehe ich nicht den Sinn drin. Oh, ah, Ausflugstour. Ja, lesen sollte man schon. Ich weiß nicht, vielleicht werden wir eine Ausflugstour auch noch fahren. Keine Ahnung. Anreiz ist, also, ja, Lust darauf hätte ich tatsächlich schon. Das mit dem Fluss, da war auch gerade wirklich sehr schön. Also alles in allem
Eine sehr, sehr, sehr schicke Karte. Also, ich finde, ordnet sich mit Tettau definitiv. Also, teilt sich mit Tettau so einen Platz, würde ich jetzt sagen. So auf gleicher Wellenlänge wie Tettau liegt das Ganze. Genau. Aber ja, also es gibt tatsächlich hier, sehen wir tatsächlich die Wein, den Wein, der hier angebaut wird. Sehr, sehr schön, wirklich. Was wollte ich jetzt sagen? Ich hab's vergessen. Irgendwie sieht hier aber die Textur hier, das soll irgendwie Schotter sein. Es soll hier irgendwie. Du kommst aber auch nicht zum Reden hier. Zack, zack und eins. Bitte schön. Hallo, einen normalen Fahrschein bitte. Mann. Danke. So, das soll irgendwie eine Schottertextur sein, aber das sieht irgendwie komisch aus. Also die Schottertextur sieht standardmäßig eigentlich ganz anders aus. Aber naja. Da habe ich wahrscheinlich wieder irgendwas überschrieben. Meinung zu der Karte könnt ihr tatsächlich auch, also die Meinung, eure Meinung würde mich da auch sehr interessieren. Von daher schreibt euer Blabla einfach in die Kommentare und ja, dann habe ich Spaß, mir das Ganze durchzulesen. ja, also man kann ja so mal über die Features der Karte reden. Das eins natürlich, dass es wirklich performancefreundlich gestaltet ist, und das kann ich auch so unterstreichen tatsächlich. Also nach dem, was ich da so von Quellen gehört habe, hätte ich eigentlich gedacht, es wäre schlimmer, ist es aber nicht. Also die Performance geht vollkommen klar für so ein. Man muss halt da so die goldene Mitte finden. Entweder möchte man 100% auf Authentizität legen. Authentizität. Ja, irgendwie so. Da muss man dann halt aber auch Abstriche bei der Performance machen. Oioioi. Ja, und ich finde tatsächlich hier bei der Karte wurde wirklich das Mittelmaß sehr gut getroffen. Also so die goldene Mitte. Erste Stunde Fahrschule ist ja nichts dagegen, ne? So, haben wir uns da mal ausgemeckert. Uiuiui. Also das, die goldene Mitte zwischen möglichst detailgetreuer Mapper und authentischem Mapper, dass das ganz halt authentisch wirkt, und halt Performance. Da wurde wirklich die goldene Mitte sehr gut getroffen. Genau, man, also das Ganze sind 24 Kilometer Überlandstrecke auf, ich glaube es sind 68 Kacheln, und ja, das Ganze besteht aus zwei Landkreisen. Einmal dem Landkreis Bad Karlstein und einmal. Hoppala, nee, raustappen wollte ich nicht. Das werden wir gleich mal nachschauen. Dem Landkreis Kirlach wird es, denke ich mal, sein. Der zweite, und ja. Auch das mit der Stromleitung wirklich sehr schön. Da denkt nicht jeder Mapbauer tatsächlich dran. Was eigentlich schade ist, aber ja. Oh. Also jetzt wird's richtig herausfordernd. Da ist jetzt aber die Frage, wie das tatsächlich mit dem. Wie das hier gelöst ist. Okay. Das müsste sich mir tatsächlich nochmal im Editor angucken. Da ist irgendeine Collision Box, irgendeine Collision, die da nicht so hingehört. Das kann es ja eigentlich nicht gewesen sein. Oh. Ja.
Ich meine, gut, sowas wird es früher wirklich gegeben haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber sowas ist halt, sowas hat nicht jede Karte. Also ich glaube, sowas gibt es bisher noch auf keiner Überlandkarte. Solche engen Straßen. Das finde ich wirklich super. Dass daran auch gedacht worden ist. Genau. Was ich ja auch gut finde, dass die Straßenschilder hier auch der Zeit entsprechen. Also heißt, dass wir da keine Straßenschilder vom Jahr 2000, keine Ahnung, 10 haben oder so. Also neue Straßenschilder, sondern halt Straßenschilder, die auch wirklich aus dem Jahr von der Zeit stammen. Das hat auch nicht jede Karte. Und das ist wirklich, auf so eine Details zu achten, das ist wirklich echt Wahnsinn. Wie gesagt, das macht echt nicht jeder und das ist lobenswert. Und dass wir hier 20 fahren müssen, das hat wahrscheinlich so seinen Grund. Auch hier wieder, da. Dass hier auch zum Beispiel Müll liegt, ja, dass hier nicht alles sauber ist wie sonst was. Gut, das mit dem Backdrop hier, das ist jetzt schade. Das muss ich zugeben, das, ja. Das sieht hier jetzt tatsächlich so ein kleines bisschen leer aus. Also das mit dem Backdrop, das ist schade, dass da ein Backdrop ist. Da hätte man sicherlich noch, weil es kann natürlich auch sein, dass die Kachel da, ja gut, okay. Ja, das ist dann tatsächlich, ja, da ist die Kachel zu Ende, wie man sieht. Ja, okay. Kann ich in gewisser Weise schon verstehen, dass man da nicht unbedingt noch eine Kachel dran setzen wollte. Ach du je. Aber ist ja auch nur eine kleine Stelle. Uiuiui. So viel zum Thema anspruchsvoll. Oh je. Meine Güte, was ist da denn los? Aber wir sind noch tatsächlich gut im Zeitplan. Das freut mich. Richtung Kier, Lach. Oh, hoppa. Ah, je. Zu lang schon kein Omsi mehr gefahren, man merkt's. Ja, das soll sich jetzt ändern. Es soll Omsi auch wieder regelmäßig kommen. Genau. Oh. Ah, okay. Das ist tatsächlich noch so ein. Ja. So ein Ding, wo ich sage, das kann man eigentlich anders lösen. Da ist der Spline, glaub, recht. Also auf der. Ja, da wurde die Karre gerade geladen und da ist wahrscheinlich auch der Spline platziert auf dieser Karre, die eben geladen worden ist. Ja. Nämlich da gibt es einen Tipp für alle Mapbauer unter uns hier. Macht ein Spline am besten nicht länger als 100-150 Meter. Weil wenn ihr den zum Beispiel 700 Meter macht, ja, das hatte nämlich der Manuel auf seiner Karte, da hat er sich nämlich dann gewundert, auf einmal ist der Spline verschwunden. Ja, liegt nämlich daran, weil da, wo der Spline draufgesetzt worden ist, dass die Kachel dann natürlich nach 700 Metern nicht mehr geladen wird. Heißt, der Spline wird auch nicht geladen. Ja. Deshalb auch keine zu großen Objekte, sondern, also zum, richtet sich gerade auch an Kreuzungsobjekte. Kein Kreuzungsobjekt, was über eine Kachel geht oder so. Da macht man lieber mehrere Objekte, als dass es dann irgendwann das Objekt verschwindet oder viel zu spät aufploppt. Das ist dann auch nicht schön. Aber das ist so ein Kriterium, was ich habe. Hier auch wirklich sehr schön, wie ich finde, dass die Straßen hier nicht flach sind, also... Ja, nicht, also flach ist dafür das falsche Wort, dass die halt nicht schön neu asphaltiert sind, sondern halt auch Straßenschäden haben. Ja. Also das haben natürlich auch schon andere Karten, Straßenschäden. Also da ist Bad Karlstein nicht die einzige Überlandkarte. Genau, also es gibt natürlich die Linie 8522. Die wir jetzt hier gerade fahren werden. Dann nebenbei gibt es dann noch 3 Ausflugstouren. Mal gucken, ob wir davon noch eine fahren werden. Wie gesagt,
gesagt, der Anreiz ist da. Und ja, mal gucken, wann wir das dementsprechend machen. Ob in der nächsten Folge oder nicht. Ja, werden wir dann letztendlich sehen. Und genau. Und hier sind die Straßen tatsächlich, ja, schön holprig, wie das so sein muss. Hier auch schön, dass man hier so relativ weit gucken kann. Und nicht dann nach zwei Karren wieder Bäume sind. Das gibt's ja auch, solche, bala. Solche weiteren Blicke, ne? Auch wirklich sehr schön. Und ja, also ich denke mal, meine, also die Meinung zu der Karte kann man sich jetzt schon denken. Meine Meinung, ne? Also ich bin wirklich sehr positiv, ja, überrascht kann man es eigentlich nicht nennen. Ja, also ich denke sehr positiv über die Karte. Oh. Das war wahrscheinlich dann jetzt das, was wir mitgenommen haben. Ah ja, das mag ich an dem Setra. Das mag ich an dem Setra. So. Sind wir jetzt eigentlich zu spät? Nee, eine Minute. Boah. Wow. Okay, also der Fahrplan hier ist auch wirklich angenehm. Also tatsächlich, das, was man an Strecke hat, also, ne, ich hätte eigentlich gedacht, der wäre enger gestrickt, der Fahrplan, aber ist er tatsächlich. Also tatsächlich auch auf solche engen Passagen, wo man langsam fahren muss, angepasst. Das finde ich gut. Genau, ja, wenn ihr die Karte haben wollt, braucht ihr das U305 Add-on. Ihr braucht das Hamburg Tag und Nacht Add-on. Ihr benötigt unter anderem auch das Wien Add-on, wahlweise aber nur. Es gibt, glaube ich, es gibt eine Version mit Wien und eine ohne Wien. Ich habe die hier ohne Wien. Ja, aber was ihr noch braucht, ist der U307. Version 2 von Perotinus. Ja, der ist aber Freeware. Genau. Und ja, mit dem U307 wollte ich ja, wie ich schon sagte, eigentlich fahren, aber naja, nicht so ganz geklappt. Ne? Was ich auch gut finde, ist, dass nicht so viel Verkehr hier ist. Nämlich damals war das ja so, da gab es ja noch, so, also gerade auch, wenn wir jetzt über das Jahr 1979 reden, da war es ja so, dass da noch nicht so viel, da gab es ja noch nicht so viele Autos. Dementsprechend ist hier natürlich auch wenig Verkehr. Ja, und das wurde hier auch tatsächlich, ja, simuliert, sage ich mal. Das sind zwar so kleine Details, auf die nicht jeder achtet, aber wenn die Details dann da sind, dann ist es wirklich sehr schön. Hier sieht man ab und an mal ein Auto. Also wirklich eine sehr schöne Dorfkarte, also Überlandkarte. Dorfkarte, genau, ist jetzt drin. Ja. Sonst gibt es eigentlich tatsächlich nichts mehr zu sagen, zumindest nicht mehr groß. Genau. Ne? Jetzt sind wir in Windach am Besucherparkplatz. Morgen. Verkaufen wir mal so, ich will mir das hier mal angucken. Oh. Ah, guckt mal hier sogar. Oh, Schaut euch das doch mal an. Das ist ja echt cool. Hier gibt's Gänse. Oh, jetzt lädt er nach. Wäre hier nicht vielleicht ein bisschen schöner, das Bild fürs Thumbnail? Ja, ich muss immer zwei machen. So. Ja, ja. Also. Oh.
So. Ja, also Qualität wird da auf jeden Fall wirklich groß geschrieben. Was ich jetzt vielleicht noch schön gefunden hätte, ja, aber das ist jetzt wirklich Meckern auf allerhöchstem Niveau. Oh, wartet mal. Oh Mann, hier gibt's so viele Thumbnail-Ideen. Das ist ja Wahnsinn. Na gut. Die Frage ist halt, was ich letztendlich nehmen werde. Werdet, also gut, ihr werdet es ja sehen, ne? Weil ihr habt ja da drauf geklickt. Und ja. So. Also Wahnsinn, die Karte. Ist echt. Also vor dem Entwickler ziehe ich wirklich meinen Hut. Hier, jetzt fahren wir auch mal durch ein etwas größeres Dörfchen. Sagen wir mal. Servus. Hallo. Servus. Bitte. Immer normal. Bitteschön. Ja. So, und ich hoffe auch, meine Fahrkünste, die werden ein bisschen besser. Na, ich bin halt nicht so der Überlandfahrer. Ich bin eher der Stadt, der Stadt fährt. Aber auch, guck mal hier. Wow. Also, wow. Vor dem, der die Karte gebaut hat, ziehe ich wirklich meinen Hut. Also, wirklich. So, jetzt wäre es vielleicht auch mal ganz cool, grün zu bekommen. Aber wir sind trotzdem pünktlich. Ja, und im Schnitt lässt sich auch sagen, hat man da seine 50, 55 FPS im Durchschnitt. Also wirklich. An der Performance kann ich da echt nichts kritisieren. Und mein Rechner ist auch nicht das Gelbe vom... Also, mein Rechner ist schon gut, ne? Davon mal abgesehen. Aber ich habe jetzt auch keinen Ultra-High-End-Mega-PC-NASA-Rechner. Ne? Also, das sei dazu vielleicht auch nochmal gesagt. Und auch cool, hier sind neue Ampelmasten. Sind aus was sind denn die? Ja, okay, das sah jetzt tatsächlich aus, als wären die aus Holz. Das sah gerade so aus. Das wäre ein bisschen komisch gewesen. So, jetzt sind wir dann in Au. Heißt, es ist auch nicht mehr so weit. Das ist dann noch, sind dann noch zwei Stationen. Also immer noch Au mitzählt. Zwei Stationen. Und genau. Also, was ich aber so ein bisschen, naja, bemängeln muss, ist aber, denke ich mal, auch Geschmackssache hier, die Grundtextur. Also, die gefällt mir echt nicht. Ja, ich weiß, das kann man, also ich weiß auch, dass man das selber ändern kann, privat alles, werde ich dann auch machen. Mal gucken, was für einen ich da nehme. Wie gesagt, privat kann ich ja jede Textur nehmen, wie ich will. Ja. Von daher, oh. Brauchen da den dritten Gang. Das ist wie auf Dobel. Aber okay. Macht ja nichts. So. Also echt. Ja, also die Grundtextur, die sieht, naja, gefällt mir nicht. Also gar nicht. Aber wie ich schon sagte, da werde ich dann eine eigene nehmen. Beziehungsweise eine von einer anderen Map. Mal gucken. Tetau hat eigentlich eine recht schöne Grundtextur. Die würde da auch, denke ich mal, wirklich gut dazu passen. Also von daher, ja. Spätestens bis zur nächsten Folge auf Bad Karlstein habe ich da die Grundtextur geändert. Von daher, ja. Allerdings wollte ich die Karte dann auch ungemoddet hier zeigen. Und dann fahren wir vielleicht auch die Wien-Version.
Also die Version, wo man dann das Wien Add-on dazu benötigt. Was ich auch wirklich eine sehr schöne Sache finde. Weil nicht jeder hat das Wien Add-on, zumal es glaube ich sogar noch OMSI 1 ist, Wien. Und da finde ich das wirklich recht aufmerksam von den Entwicklern, dass sie da zwei Versionen mit liefern. Aber soweit ich es auch gesehen habe, sind es tatsächlich nicht viel Kacheln, wo dann Wien verbaut ist. Also von daher, ja, war das denke ich mal auch nicht viel Arbeit, da Wien zwei Versionen halt, einmal mit und einmal ohne Wien da zu erstellen. Aber das hat tatsächlich auch nicht jede Karte. Und ja, finde ich auf jeden Fall auch sehr community-freundlich von den Entwicklern. Klar, ich habe das Wien Addon jetzt natürlich, aber hat ja nicht jeder. Von daher. Da müssen wir rein. Okay, und dann kommen wir. Oh. Alles klar. Also das. Wow. Passt es eigentlich auch? Ja, also das ist auch. Also gute Beta-Teste auf jeden Fall. Also ist ja echt. Wow. Das ist tatsächlich anders cool. Also das hat auch nicht jede Map. Dass dann so auf so einen schottrigen Weg geht. Das ist echt genial. Also wirklich genial. Finde ich sehr schön. Ja, ich habe hab das Retarder-Knöpfchen nicht belegt. Aber da bin ich jetzt echt überwältigt. Wahnsinn, Wahnsinn. Ah, das sind natürlich auch so Sachen, die die Karte natürlich von anderen Karten abhebt. Finde ich wirklich super. Ah, und hier drehen wir dann. Okay. Und die Ausflugstour. Oh, jo. Das war nicht so geplant. Da habe ich mir tatsächlich den Bus falsch eingeschätzt. Oh. Einmal normal. Danke. Gucken wir mal, wo geht's denn da hin? Okay. Die brauchen eine normale Fahrkarte. Ja. Danke. So, bitte. Und immer noch, also wirklich. Der Fahrplan ist wirklich darauf ausgelegt. Finde ich wirklich super. Auch hier so die Stelle hier wirklich. Sehr schick. Wahnsinn. Hier ein schönes Steven-Objekt. Mit einer Bodentextur von Kamas ist die hier. Also echt schick. Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt mittlerweile schon Wahnsinn gesagt habe, aber es ist so. Was dann hier? Ah, wow. Das hat echt nicht jede Karte. Das ist wirklich. Das ist dann so eine Sache, wo dann auch ein Anreiz besteht, die Karte nochmal zu fahren. Finde ich auch gut, wenn dann die Karte, wenn man dann eine Sache hat, die Karte besonders macht, beziehungsweise ja, ist dann halt genau durch solche einzigartigen ja, Strecken dann halt auch immer ein Anreiz besteht. Also, ja. Somit, wenn man dann halt Lust hat auf so exotischere Wege, sag ich mal. Wenn man dann auch über Feldwege fahren möchte, da hat man dann genau eine richtige Karte dafür. Somit wird die Karte wahrscheinlich auch nicht mal so eben im OMSI-Hauptverzeichnis untergehen. Weil immer, wie gesagt, der Anreiz da ist.
das halt zu fahren. Eben durch diese, ja, besonderen Streckenabschnitte, sag ich mal. Super. Finde ich einfach nur super. So. Ah, tatsächlich macht der, hier, der Ausflugs... Nee. Der, doch, Ausflugstourenbus, sag ich mal. Tatsächlich macht er wohl... So, zumindest sieht es so aus. Der macht dann aber mal öfters solche Schlenker über Feldwege. Ja. Da werde ich mir das dann doch mal auch anschauen müssen, definitiv. Heißt, es kann sein, dass die nächste Folge auch nochmal von Bad Karlstein ist. Wer weiß, wer weiß. Naja. Weiß natürlich, dann muss ich auch mal gucken, wann das Ganze überhaupt fährt, weil jetzt, wo ich die Linie ausgewählt habe, stand da nichts drin mit Ausflugstouren und so. Werden wir aber, denke ich mal, sehen. So. Ja, auch mit einer Kirche. Schön. Auch hier mit Kühen gibt's da ja auch. Ja. So, dann sind wir auch in Au. Hallo. Dankeschön. Bitteschön. So, dann müssen wir einmal nach rechts. So, da hat man dann auch wieder eine breitere Straße. Okay. Schön. Das bringt dann auch ein bisschen Abwechslung mit rein, finde ich. Aber Moment mal. Die Kühe sind... Sind das 2D-Kühe? Oh, nee. Ach, guck mal. Die sind ja sogar... Ui. Die sind ja sogar richtig gut ausmodelliert. Okay. Normalerweise gibt es ja die normalen Pappkühe. Ah, das ist wirklich schick. Gefällt mir. Hier haben wir einen Hochsitz. Ja. Schön, schön. So. Dann gleich in Au und dann auch in Kirlach. Kirlach heißt es. So. Lang müsste es ja eigentlich dann auch nochmal sein. Ja, noch 5 Minuten. Ah, nee, Schleiz und dann kommt Kirlach. Okay. Ah, Schleiz und Kirlach sind auch nicht weit auseinander entfernt. Ja. Nö, definitiv cool. Das sage ich so oft. Eigentlich hätte ich da so einen Counter basteln müssen. Immer wenn ich cool sage oder schön oder whatever, etwas Schönes über die Karte, dann geht's um 1 nach oben. Aber gut. Ich denke mal, man kann es auch verstehen, warum ich so hin und her gerissen bin. Warum ich so von der Karte tatsächlich schwärme. Kann man, denke ich mal, verstehen. Ist hoffentlich verständlich. Weil das ja auch, also... Wie gesagt, es gab ja schon Videos zu der Karte und die haben mir auch gefallen. Zumindest wenn ich da richtig informiert bin. Also ich meine tatsächlich, es gab... Mit Obersein, mach mal die Tür auf. Ich will raus. Ups, da haben wir einen Leitpfosten mitgenommen. Glaube ich zumindest. Oder der Leitpfosten hat eine relativ schlechte Collision Box. Das könnte sein. Naja, aber eigentlich nicht. Naja.
passiert. Soll vorkommen. So, dann sind wir hier in Schleiz. Oh, da wollen sie dann auch raus. So. Fahrplan sehr angenehm. So. Fällt gerade so auf, dass die Radkappen, glaube ich, sogar ein bisschen eiern. Jetzt ist schon mein Lieblingsfuß und da fällt mir so ein Detail noch nicht mal auf. Also, jetzt erst. Naja, passiert. So, in 130 Metern. Finde ich auch gut, dass da so ein Hinweis gemacht ist. Dass man dann nicht denkt, so, oh, ich muss da abbiegen und dann schnell abbremst, wie ich das ja ganz gerne mache. Weil ich es einfach nicht weiß. Oder dass man halt auch nicht einfach geradeaus fährt, weil man da einen Hilfsfall übersieht. Das ist mir auch schon oft passiert. Aber ja. So. Aber ist eigentlich klar, dass es so eine... Also in OMSI, wenn man jetzt da von OMSI 1 ausgeht, da gab es ja noch nicht so Karten. Also Tettau war ja, glaube ich... Boah, das war, glaube ich, sogar die erste Überlandkarte für OMSI 1. Beziehungsweise die erste vernünftige. Bin ich mir ziemlich sicher sogar. Und ja, da konnte man tatsächlich, glaube ich, noch nicht. Also da gab es ja noch keine Terrain-Angleichung und so. Da war das ein bisschen schwieriger, sowas zu bauen. Alles okay. Genau, so. Ja. OMSI 2 hat man ja... Die Terrain-Angleichung, obala. Da ist das Ganze ja ein bisschen einfacher. Mit dem Steigungen und so bauen hier sowas halt. Ich denke, es ist klar, was ich meine. So, ja, dann war es das aber tatsächlich für heute. Ja, so professionell war die Folge auch nicht tatsächlich. Aber naja. Passiert. Es gibt auch wieder Zeiten, wo die Folgen ein bisschen professioneller und vorbereiteter werden. Das hoffe ich zumindest, weil ja, man kann ja nicht immer unprofessionell bleiben. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ja, Meinung zu der Karte, wie gesagt, würde mich eure Meinung da, würde mich sehr interessieren. Ja. Einfach um zu ja, wissen, was ihr so über die Karte denkt. Im OMSI-Forum war die die Resonanz ja sehr gut und ja, kann ich auch verstehen. Ja, also von daher sind wir jetzt auch schon bei fast einer Stunde Aufnahme. Ja, nein, ich werde nicht zwei Folgen draus machen, weil das unnötig ist, hatte ich schon erklärt. Genau, ehe ich hier jetzt noch wieder endlos laber, ja, mach ich mal die Abmod. Beziehungsweise ich versuch's schon die ganze Zeit, ja. Macht's gut, schönen Tag und schönen Tag noch und ja, bis demnächst zur 44. Folge von OMSI 2 dann. Macht's gut, tschüss!